nachdem Kevin jetzt so richtig hart im Trainingsraum war, hat er sich für diese Frau entschieden. Ja, hartes Training. Ja, weil er steht auf harte Arme und Hüte. Das und Frauen, so, die ihn überall im Körper Messer haben. Ja. Den Fetisch hatte ich schon seit Guild Wars 1 mit den Assassinen. Eins? Nichts? Okay. Nein. Weiß nicht, ich fand die geil. Oh Gott. Moment. Warum war die denn jetzt so gestunt von mir? Komm, schlaf mal eine Runde. Oh, ich hab keine HP mehr anscheinend. Ja, reicht. Ja, jetzt komm. Karateschlag! Sit down. Nein, ich mag Cerebella. Ich meine, die hat im Prinzip vier Arme. Damit kannst du doppelt so viel zuhauen. Und dann kämpfst du noch mit ihren Füßen. The amount of handjobs is too damn high. Und das war Nikos Beitrag. Also komm. Also wenn du von den großen Armen Handjob haben willst, dann glaube ich nicht, dass du danach noch irgendwas machen kannst. Hey, die können bestimmt auch sehr gentle sein. Au. Komm, der eine hätte doch wenigstens treffen können. Oh nein! Er geht doch! Not the boobies! Not the boobies! Ach komm. Meiner hat auch nicht gerade wenig Holz vor der Hütte. Die haben alle ziemlich viel Holz vor der Hütte, du. Nein, die Zombie-Tante nicht. Die ist einfach nur süß. Das war dein Beitrag. Ja, sorry. Findest du hier völlig hübsch? Mit dem, nein. Mit der kleinen Schlange durch den Kopf. Nein. Hey, du müsstest mal die Steam-Reviews dazu durchlesen. 10 out of 10 Zombie-Waifu und sowas. Ja, das sind alles Waifus, aber... Weiß ich, glaube ich nehme dann lieber die Domestic Violence-Beziehung mit der Frau hier. Die mich dann nach jedem Akt irgendwie zusammenschneidet oder sonst was. Oder mir irgendwelche psychedelischen Drogen verabreicht wahrscheinlich. Ich meine, was packt die denn immer in ihre Spritze da rein? Au. Oh, bei mir kommen einfach die Befehle noch nicht schnell genug. Weil ich könnte so viel besser comboen, wenn ich einfach nur diese Moves besser oder schneller, präziser machen könnte. Warte mal, hast du gerade in deinem Move einen anderen Move gemacht? Naja, ich habe erst einen Move gemacht und dann ist es das Ding, ich muss zwei Tasten gleichzeitig drücken. Und manchmal macht er halt nur die eine Taste und nicht die andere. Hm. Oh, das war nice. Ja, ich sag ja, mit der ist es wesentlich leichter zu comboen, weil die hat einfach eine größere Reichweite. Da treffe ich. Ja. Deswegen ist meine wahrscheinlich so fucking hart, finde ich, weil die so krasses Combo-Potenzial hat, aber echt nur wenig Chip-Damage macht. Ich meine, guck mal, wie oft ich dich jetzt gehauen habe und du mich irgendwie dreimal getroffen hast. Oh! What the fuck? Was war mein Supermove? Ich hab dich gerade voll gecharged. Warum hat das nicht getroffen? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es sehr gut von mir. Ah ne, da konnte ich jetzt Bullshit drauf. Also hey, wir haben es ja auf Video, hey. Also alles andere ist ja schön und gut, aber also das war gerade Bullshit. Somit muss man den Kampf beginnen. Immer jemanden sofort in den Leichensack packen. Ich weiß aber irgendwie so, sollten es Leute doch irgendwie interessieren in der Kirche. Na, ich glaube, die sind das gewohnt. Ja, besonders was sie da anbeten. Ja.
Jetzt bin ich auch. Ich hab jetzt nicht gerechnet, dass ich auf der Seite bin. Ja, und das war ein ordentlicher Schlag in die Fresse. Und das war nochmal ein Schlag in die Fresse. Volles Pfund aufs Maul. Ich finde das so lustig, wie meine zurückläuft. Komm her. Bam, 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 bam. Alter, ich mache immer. Tatsächlich, ich würde diesen Move gerne bannen, weil ich ihn nicht effektiv benutzen kann, aber er mich immer wieder abfuckt. Oh! Alter, wie ein Wrestler. Dann spielt doch Brolaf. Beowulf meinst du? Das ist Brolaf. Na, mit Beowulf komme ich irgendwie nicht zurecht. Der spielt sich. Da bleibe ich lieber bei Cerebella. Die ist auch hübscher anzuschauen. Mir ist gerade erstmal aufgefallen, dass die Frau erstmal nur Bandagen so als Socken trägt bei mir. Oh, das stimmt, ja. Aber du musst auch zugeben, die Füße sind nicht das erste, worauf man bei deiner Frau achtet. Ja, eben, das ist aber nicht Schuld von mir, also, ne? Also, es ist jetzt nicht meine fehlende Aufmerksamkeit. Nö, nö, nö. Was war das denn für ein Move von dir? Ich wollte dich greifen. So. Ah, das ging durch, okay. Anscheinend war das gerade ein Konter. Ja, irgendwie schon. So wie das da gerade, so. Nee, das war kein Konter, das war mein Tritt. Der Gentleman, der genießt das da ziemlich hart. Ja klar, der denkt sich, jeden Sonntag kommen hier irgendwelche Bitches und kämpfen auf meinem Dach. Das ist nicht sein Dach. Ja, dann halt das Dach von seinem Nachbar. Wobei vielleicht ist es, seine Lagerhalle. Der ist so voll neidisch auf Gerald, weil der halt immer so die Bitches auf seinem Dach hat. Der wird auch sehr gerne Bitches auf seinem Dach haben. Nee, Dinkelberg, das ist immer so Dinkelberg. Kennst du Dinkelberg? Ja, aber was ist denn so ein Name für einen anderen Gentleman, so einen britischen? Dinkelberg? Oh ja, komm. Francis? Achso, Francis Dinkelberg. So, der denkt sich so, dammit, Jam Francis. All these bitches. Ja, total. Oh, come the fuck on. Das muss doch jetzt. Alter, nein, nicht das. Oh, come the fuck on. Ja, wenn du die ganze Zeit so hin und her springst, zu beleidigt. Ja, weil der die Scheiße nicht mehr macht. Es gibt so einen Move, da muss ich halt hoch und zur Seite und dann, Dann fliegst du. Ja, wie die Dinger am Jiggeln sind, ey, das ist unglaublich. Ich stelle mir echt so vor, dass es irgendwie von jemandem der Job war, das zum Jiggeln zu bringen. Ja klar, warum nicht? Ups. Au. Sit down. Volles Pfund aufs Maul. Sit down. Alter, warum geht das jetzt nicht mehr? Ich krieg den Move nicht mehr hin.
Nee, nicht den. Das hat eine absurde Reichweite. Jo. Also richtig, richtig, richtig absurd. Da kannst du mal eben über die halbe Karte rennen und mich damit trotzdem noch treffen. Das ist echt lächerlich. Da geht doch. Und guck mal, da ist Francis und ist voll gelangweilt. Wieder so, oh, the bitches again. Ja, der beschäftigt sich wahrscheinlich bloß, dass es immer die gleichen Bitches sind. Zumindest eine der Bitches ist immer die gleiche. Das sind sehr. Sind das Fische da hinten? Ja. Oh. Da spielen Fische im Casino und mehr Jungfrauen sind im Wassertank. Das ist ein Alien da. Nein, das ist ein Skelett-Tree. Ich glaube, das ist der Rausschmeißer. Ganz ehrlich, den finde ich irgendwie voll interessanter als Charakter als die meisten Leute in anderen Spielen. Stell dir mal vor, so ein Skelett-Rausschmeißer, wo gibt's sowas? Ja, mit dem wunderschönen Anzug. Ja. Das ist ja kein Anzug, das ist ein Smoking. Ein Unterschied. Weil ich weiß, ist das ein Unterschied. Und dieser gelbe Typ da hinten im Hintergrund, der ist auch voll der Berget. Alter, diese Scheiße bringt mich immer aus dem Konzept. Clap! Ja, wie haben immer so noch Fliege geschnappt. Ich glaube, ich halte meine Frau für ziemlich. Ja, ich weiß nicht, ob ich die für schwer halten soll oder nicht. Weil selbst wenn ich so den Schaden sehe, den du machst mit einem Schlag und ich, ne? Es ist halt echt sehr viel wichtiger bei mir, 1000 Schläge zu treffen, als bei dir einmal einen fetten. Aber ich habe auch sehr dicke Arme. Und Messer. Oh. Warte mal, meine Frau ist auch viel anständiger als deine. Meine verbeugt sich immer. Mhm. Weißt du? Die denkt auch ein bisschen an die Zuschauer. An welche? Na, an uns. Und dann eventuell andere Zuschauer. Das ist wieder ein Fisch im Hintergrund. Und ich hab gerade ein Messer. Sollten wir uns nicht hier um den Sorgen machen? Nehme ich jetzt nein. Nee. Guck mal, was ich dir jetzt gerade abgezogen habe und du hast mich einmal geschlagen. Ja. Siehst du was? Siehst du den Unterschied? Ich sag jetzt nicht, dass ich mich beschwere, ich sag nur, dass deine Kritik irgendwie nicht angebracht ist. Naja, ich kann deine Scheiße trotzdem nicht ablocken. Also. Dafür machst du es oft genug. Wie zum Beispiel jetzt. Ja, aber ich sag ja nicht. Pass auf, wenn ich es kommen sehe und ich es ablocken kann, ist alles super. Ich kann es nicht währenddessen ablocken. Ja, das ist normal, so funktionieren solche Fighting Games. Wenn du einmal in der Kombo drin bist, dass du gefangen bist. Und dass ich dann meistens danach irgendwie so noch so gestunt bin, dass du meistens nochmal anfängst. Das gerade so auf, dass der scheiß Move nicht mehr geht. Ich weiß nicht warum. Nein, nicht das, Alter! Das reicht doch. Ja, aber das ist nicht das, was ich machen will. Das regt mich auf. Oh, come on, du bist voll durchgesprungen. Ja? What the fuck?
kommt der Buttonmasher in dir raus. Nee, ich wollte was völlig anderes machen. Also, ich wollte eine Kombo machen, aber nicht die. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Gut, ich würde sagen, damit hören wir auf. Dieses Mysterium klären wir dann bis zum nächsten Mal. Da finde ich dann die Tastenkombination raus. Hat Spaß gemacht. Sarabella, best Character. Tschüss.